Hallo, ich bin Nathalie Lindo und begrüße Sie zu einem Business Line Special vom Dubai Annual Investment Meeting 2022. Der AIM-Kongress ist eine Initiative des VAE-Wirtschaftsministeriums, um einen Rahmen für den globalen Austausch über internationale Investitionspolitik und Wachstum zu schaffen. Investitionsmöglichkeiten sollen einen positiven Wandel anstoßen. Die 11. AIM-Ausgabe wurde vom VAE-Wirtschaftsminister eröffnet. Es ist mir eine große Freude, Sie alle zum Annual Investment Meeting 2022 willkommen zu heißen. Der vom Wirtschaftsministerium der VAE speziell geschaffene Rahmen soll den globalen Austausch über die wichtigsten Grundsätze der Investitionen und Trends fördern, um ein intelligentes und integratives globales Wachstum voranzutreiben. Investitionen in nachhaltige Innovationen für eine blühende Zukunft stehen im Mittelpunkt. Laut den Organisatoren geht es dabei um ausländische Direktinvestitionen, KMU und Startups sowie die Zukunft der Städte. Wir bringen Länder zusammen, um ihre ausländischen Direktinvestitionen zu fördern und ihre Unternehmer zu unterstützen. Es ist der Ort, an dem Regierungen auf Investoren treffen, Unternehmer auf Investoren, Risikokapitalgeber, und die Veranstaltung wächst. Über 174 Länder nahmen an der dreitägigen Veranstaltung im Dubai Exhibition Center auf der Expo 2020 teil. Eine der interessantesten Botschaften ist, dass Nachhaltigkeit nicht länger eine Kostenfrage für Unternehmen ist, sondern eine fantastische Geschäftsmöglichkeit. Es handelt sich also um eine völlig neue Anlageklasse, mit der sich jeder befassen sollte. Wir kennen die Region gut, wir wollen sie noch besser kennenlernen und diesen großen Investitionsfluss in andere Länder, in denen wir tätig sind, unterstützen. Bei der Veranstaltung ging es aber nicht nur um Investitionen. In Zukunft will man auch junges Unternehmertum und mehr Zukunftsstädte fördern. Das Treffen ist eine großartige Plattform für uns, um mit Regierungen und Unternehmen über die Entwicklung nachhaltiger und zukünftiger Städte zu sprechen. Und es gibt uns die Möglichkeit, all unsere Leistungen im Rahmen des Masterplans für Dubai zu präsentieren. Unternehmen waren zuversichtlich, dass der weitere Erwerb und die Einführung neuer Technologien die Wirtschaft vorantreiben. In den VAE leben viele irische Auswanderer. Der Handel zwischen den beiden Ländern nimmt zu. Die Exporte aus Irland in die VAE stiegen 2020 um 12%. Und jetzt, da Irland wieder offen ist, hofft man auf eine Rückkehr der Touristen aus der Region. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Tourism Ireland, Niall Gibbons, gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum die Beziehung zwischen den beiden Ländern so besonders ist. Sie reicht tatsächlich Jahrzehnte zurück. Es gibt große irische Persönlichkeiten, die in den 1970er Jahren hierher kamen. Colm McLoughlin, Dubai Duty Free, Gerald Lawless, Jumeirah Group. Bis zum heutigen Tag kommen Iren gern hierher und es gibt jetzt eine große irische Gemeinde vor Ort und eine irische Tourismuspräsenz. Jetzt gibt es Verbindungen mit Emirates und Etihad. Viele Menschen aus dieser Region besuchen Irland. Aus touristischer Sicht ist das ein Erfolg. Warum gibt es hier so viele erfolgreiche Unternehmen? Wie Sie schon sagten, kommen einige der großen Namen in Wirtschaft und Industrie aus Irland. Warum, glauben Sie, sind Sie in diesem Teil der Welt so erfolgreich? Wie viele andere irische Geschäftsleute auch, denke ich, dass wir unkompliziert handeln. Wir haben gute Kontakte zu Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben eine große irische Diaspora, 70 Millionen Menschen rund um den Globus, die sich gut mit anderen Gemeinschaften vernetzen. Die Fähigkeit, gut mit anderen auszukommen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit. Die Menschen können Vertrauen und Beziehungen aufbauen. Sie haben erwähnt, dass die Flugverbindungen jetzt besser sind. Warum sind diese Verbindungen zwischen Irland und den VAE so wichtig? Sie arbeiten in der Tourismusbranche und wollen mehr Touristen für Irland. Für uns geht es um eine breitere Aufstellung des Marktes. Die irische Tourismusindustrie war vor Jahrzehnten sehr abhängig von Großbritannien. Also haben wir unsere Fühler nach Nordamerika und auf das europäische Festland ausgestreckt. Aus Sicht der VAE ist das ein wichtiger Teil der Welt. Emirates ist mit über 200 Zielen in der ganzen Welt verbunden und auch Etihad ist gut angebunden, sodass wir von hier aus ein großartiges Tor zu anderen Märkten wie Indien, China, Australien und Neuseeland haben. Trotz Covid geht es jetzt darum, den Tourismus wieder anzukurbeln.
Während sich das jährliche Investitionstreffen mit den Herausforderungen von Nachhaltigkeit und Innovation auf Regierungsebene befasst, suchen einige Menschen selbst nach Lösungen. In Australien verlassen sich die meisten Menschen beim Wasser- und Stromzugang auf lokale Verwaltung und Privatunternehmen. Aber einige nutzen netzunabhängige Optionen. Dieses Haus sieht vielleicht aus wie die meisten anderen in dieser Straße, aber es hat eine versteckte Besonderheit. Wassertanks, die ungefiltertes Regenwasser zur Wiederverwendung auffangen. Vor etwa 25 Jahren habe ich mich aus zwei Gründen vom Stromnetz getrennt. Erstens aus kindischen Gründen, weil mir gesagt wurde, dass man das nicht tun kann. Das wollte ich widerlegen. Und zweitens habe ich dieses Bauchgefühl, dass wir der Erde so viel Liebe wie möglich zeigen müssen. Der Zugang zu sauberem Wasser und Strom wird in Industrieländern als selbstverständlich angesehen. Aber mit der zunehmenden Besorgnis über Umweltprobleme suchen viele nach Lösungen, um natürliche Ressourcen zu sparen und ihren Energieverbrauch zu senken. Die Wiederverwendung von Wasser wird immer wichtiger, weil es in bestimmten Gebieten an sauberem Wasser mangelt. Der Klimawandel die Wasserversorgung beeinträchtigt und wir daher an einen Punkt kommen, an dem wir eine saubere und nachhaltige Wasserversorgung für eine wachsende Bevölkerung auf diesem Planeten benötigen. Das gesammelte Regenwasser fließt durch Filter und Rohre in Tanks. Vor dem Verbrauch wird es mit einer Ultraviolettlampe sterilisiert, um Viren und Krankheitserreger abzutöten. Michael Mobbs beweist, dass es möglich ist, Wasser mit den heutigen Technologien wiederzuverwenden. 1996 installierte er 18 Solarpaneele auf seinem Dach. Später kamen 12 hinzu, wodurch sich die Gesamtleistung auf 3,5 Kilowatt erhöhte. 2015 ging Michael Mobbs noch einen Schritt weiter und trennte sein Haus vom Stromnetz. Das kann aus ökologischer Sicht sinnvoll sein, aber aus finanzieller Sicht nicht unbedingt lohnend. Vergleicht man die beiden Lösungen völlig autark versus man hat vielleicht eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Batterie in der Garage, ist aber aus Gründen der Zuverlässigkeit trotzdem an das Stromnetz angeschlossen. Welche Option ist billiger? Es ist ziemlich offensichtlich, dass es in Sydney und anderen Großstädten, anderen bevölkerten Gebieten immer noch billiger ist, das Hauptnetz zu nutzen. Für den Professor liegt die Zukunft in erneuerbaren Energien. Aber dann müssen wir auch die Art und Weise ändern, wie wir Strom verbrauchen und bezahlen. Das war's für heute von Businessline. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn wir die wichtigsten Wirtschafts- und Investitionsnachrichten aus aller Welt präsentieren. Bis bald.